Wir haben kein Problem, von dem wir erzählen wollen. Wir haben eigentlich gar keins. Thomas Ebermann, das Phänomen oder die Bibliothek in einer Zigarettenfabrik? Und wenn man dann Glück hat und das Phänomen in einer belehrenden Stimmung ist, dann packt es aus. Gesellschaftsveränderung geht nicht ohne die Lohnabhängigen. Es wäre schön, wenn ein paar Historiker nicht immer nur denken, 68 und die Folgen ist etwas Studentisches. Das kommt nur, weil diese abgetakelten alten Männer in den Talkshows als Repräsentanten von 68 rumhocken dürfen und hauptsächlich darüber referieren, wie gereift sie sind. Das Bild-Zeitungscover. Die Bild-Zeitung hat jedenfalls damals getitelt: Einen so beschämenden Auftritt hat das Hamburger Parlament wohl noch nie erlebt. Die Idee war, eine absolut nicht beleidigende, sondern kritische Rede zu halten. Es wirft ja eigentlich ein Licht darauf, wie dünn das Eis der bürgerlichen Demokratie von ihren Vertretern ist, wenn sie Beleidigung und Kritik verwechseln. Keine Gnade für Realos, Neil Young und Thomas Ebermann. Ich meine, man ist ja eigentlich am Ziel seines Lebens, wenn man mit Neil Young in einer Titelzeile vorkommt. Ne? Keep on.